Die einfache Arbeitsweise des Steuerwerks kennen wir ja bereits. Das Steuerwerk sendet die Adresse des aktuellen Befehls an das Speicherwerk. Das Speicherwerk sendet dann den Befehl zurück und das Steuerwerk kann diesen wiederum empfangen. Und anschließend wird das Steuerwerk diesen empfangenen Befehl ausführen und der Kreislauf kann von vorne beginnen, sodass wir uns immer hier im Kreis bewegen. Das ist aber eine sehr einfache Sicht auf die Arbeitsweise des Steuerwerks und wir werden jetzt in den nächsten Minuten uns das Ganze ein bisschen detaillierter erarbeiten. In der Animation sehen wir jetzt noch einmal, wie der aktuelle Inhalt des Befehlszählers über den Adressbus zum Speicherwerk geschickt wird und der Befehl kommt dann zurück und wird im Befehlsregister gespeichert. Aber die erste entscheidende Frage, die sich jetzt an dieser Stelle stellt, ist doch, welche Adresse steht denn zuallererst im Befehlszähler? Wir haben hier jetzt mittendrin eine Adresse rausgegriffen, aber irgendwie muss das Ganze ja mal beginnen. Also ganz zu Anfang, welche Adresse ist das? Nun, die Antwort ist so genial wie einfach. Es ist Adresse 0, mit der man beginnen kann. Und das ist dann auch gleichzeitig die Vereinbarung, das Programm, was zuallererst ausgeführt wird, wenn also das ganze System gestartet wird, ist immer das Programm, was an Speicherstelle 0 beginnt. Und dementsprechend wird auch die 0 als allererste Zahl in den Befehlszähler hineingeschrieben. Wir erweitern damit unser Schaubild vom Kreislauf. Und zwar direkt nach dem Start wird der Programmzähler mit der 0 initialisiert und die 0 kann dann als allererste Adresse auch an das Speicherwerk geschickt werden. Das Speicherwerk nimmt sich diesen Befehl von Adresse 0 und schickt ihn zurück, sodass das Steuerwerk diesen empfangen kann. Und dann sind wir auch bei der nächsten Neuerung in unserem Kreislauf, denn hier steht: Analysiere den aktuellen Befehl und treffe Vorbereitungen für die spätere Ausführung. Die Analyse des Befehls ist deshalb wichtig, weil es sehr, sehr viele verschiedene Befehle gibt, die alle unterschiedlich ausgeführt werden müssen und unterschiedliche Vorbedingungen haben können. Es ist also wichtig, zunächst einmal zu schauen, was habe ich für einen Befehl und wenn dafür noch etwas Spezielles zu tun ist, dann soll es getan werden. Weiter geht es mit der Erhöhung des Programmzählers um 1. Das können wir zum jetzigen Zeitpunkt bereits machen, denn dieser Befehl, der jetzt vorbereitet wurde und demnächst ausgeführt wird, ist ja dein Vorbereitungsbefehl für den Befehl, der folgt. Und der folgende Befehl ist der, der in der darauffolgenden Speicherstelle steht. Also müssen wir nur den Program Counter um 1 erhöhen, damit wir relativ bequem auf diesen nächsten Befehl zugreifen können. Rufe zusätzlich benötigte Operanden ab. Hier wird auch noch eine Besonderheit erwähnt oder berücksichtigt, denn ein Befehl steht nun nicht allein für sich dort, sondern ein Befehl braucht weitere Informationen, die es zu verarbeiten gilt und diese weiteren Informationen heißen hier Operanden. Das kann ein Operand sein, das können mehrere Operanden sein und prinzipiell wäre es auch denkbar, dass gar kein Operand notwendig ist. Führe den aktuellen Befehl selbst aus oder beauftrage das Rechenwerk mit der Ausführung. Hier haben wir jetzt eine zweigeteilte Möglichkeit, nämlich entweder ist das Steuerwerk in der Lage, den Befehl direkt auszuführen, oder aber der Befehl ist derart, dass das Steuerwerk am besten einen Spezialisten dafür beauftragt und das sind durchaus Befehle, die dann vom Rechenwerk übernommen werden können. Es muss also eine Möglichkeit geben, wie das Steuerwerk mit dem Rechenwerk kommuniziert und dort einen Befehl abgeben kann. Wir erweitern damit auch dieses Schaubild ein wenig. Zunächst mit einer Möglichkeit, vom Steuerwerk an das Rechenwerk eine Information oder mehrere Informationen zu übertragen. Und dasselbe muss aber auch in die andere Richtung möglich sein. Also wenn das Rechenwerk etwas für das Steuerwerk regelt, dann soll das Rechenwerk auch in der Lage sein, eine Rückmeldung zu geben. Und dementsprechend kann das Steuerwerk beim Rechenwerk eine sogenannte Funktion in Auftrag geben. Und das Rechenwerk liefert den Status oder sogenannte Flags nach Abarbeitung dieser Funktion zurück. Weiter geht es in unserem Kreislauf. Schreibe das Ergebnis des ausgeführten Befehls an die vorgesehene Stelle. In vielen Fällen hat ein Befehl, der ausgeführt wurde, ein Ergebnis. Und mit diesem Ergebnis muss eventuell noch irgendetwas gemacht werden. Auch das hängt natürlich wieder davon ab, was für eine Art von Befehl das ist.
Wenn also ein Ergebnis wegzuschreiben ist, dann schreibe es an eine Stelle, die vorgegeben wurde, und insbesondere wurde diese Stelle dann vorgegeben durch den Befehl selbst. Es ist also innerhalb des Befehls in irgendeiner Art und Weise kodiert. Und damit ist unser Kreislauf wieder vollständig und wir können auch hier wieder von vorne beginnen mit dem jeweils aktualisierten Wert des Programmzählers. Können wir also wieder den nächsten Befehl vom Speicherwerk abrufen und das Ganze erneut durchlaufen. Und wir sehen hier dann die deutlich erweiterte Ansicht der Arbeitsweise des Steuerwerks.